Feelers, 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 all yay. Feelers, 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 all yay. Aus Bad Nauheim. Jetzt, es hat alles geklappt. Die Sachen sind aufgebaut und ich zeige euch jetzt einfach mal, was ich hier so gemacht habe. Man kommt hier rein und hat gleich hier diesen Eyecatcher. Dann geht es hier weiter und man sieht hier diese vier wunderbaren, wunderschön, oder? Und das ist halt irgendwie dann immer so, nach all dieser Anspannung, der ganzen Arbeit, hat man es dann endlich so weit, dass es dann mal endlich der Öffentlichkeit gezeigt werden kann. Und ja, man hört es, hier sind alle anderen, die bauen hier gerade auf, stellen noch mehr Künstler aus. Und ja, das ist es dann. Das hier ist eben dieses Bild, was wirklich noch feucht ist. Die Farbe ist noch feucht auf dem Ding. Und ja, ich hoffe halt einfach, dass die Leute dann nicht alle, ich meine, natürlich möchte man das anfassen, aber ich hoffe, dass die Leute das nicht so machen, weil man kann sich schnell farbig machen damit. Ja, genau. Und das ist eigentlich hier, wie gesagt, das ist mein persönlicher Liebling, das Grüne. Und dieses Bild hier mit diesen Zacken, das war das erste Mal, es ist das erste Bild dieser Serie, wo ich tatsächlich diese komischen Papierskulpturen gemacht habe. Also damit begann alles. Und das ist das älteste Bild aus der Serie. Da habe ich gerade erst angefangen, da kam ich aus dieser Phase, wo ich noch diese Verläufe gemacht habe, und dann bin ich irgendwie so immer mehr in diesen kubistischen Bereich irgendwie so übergewandert. Ja, und ach, es ist zwar eine kleine Ausstellung, nur 5 Bilder, aber ich finde doch, sie ist sehr gelungen, weil es irgendwie, ja, passt rein. Außerdem, oh, dieses Gebäude, ich muss euch hier mal durchführen. Also wir sind hier gerade im Sprudelhof in Bad Nauheim. Das ist das größte zusammenhängende Jugendstilgebäude Europas sogar. Wow! Weil da wird gerade, hier wird gerade alles aufgebaut, hier wird auch irgendwas wird hier restauriert. Und ich liebe ja Jugendstil. Boah, guckt euch das mal an hier. Also Jugendstil, das war eine ganz kurze Stilepoche nur. Und die hatten da so ein Faible für Keramik, ja, und Kacheln und vor allen Dingen irgendwie Jugendstil war sehr verspielt. Es gibt da überall so Figürchen, Gesichter, Tiere, Pflanzen und boah, das ist auch geil hier, schaut mal. Gurgelraum für Herren. Diese Schrift, das ist auch eine typische Jugendstilschrift. Boah. Ja, und das ist noch, also das ist jetzt hier nur ein Raum von total vielen Räumen. Ja, und da hat man dann wohl Wasser getrunken in diesen Wasserhähnen. Und so einen Brunnen gibt es hier sogar auch noch. Den zeige ich euch noch mal kurz. Oh, wieder die geilen Bilder aus Fiedlers Atelier. Ja, ihr seht, ich bin jetzt sehr viel besser drauf. Die ganze Anspannung fällt jetzt von mir ab. Und ja, ich freue mich auf morgen. Aber das ist immer so. Ich bin immer so angespannt vor Ausstellungen. Ist ja auch ganz normal. Und das will ich euch noch mal kurz zeigen. Hier gibt es einen echten Brunnen mit Heilwasser. Für mich hier wie in der griechischen Antike. Und ja, kann man halt jetzt hier dieses Schwefelwasser trinken. Schmeckt nicht wirklich gut. Schmeckt wirklich so ein bisschen metallisch. Ist aber sehr gesund. In diesem Sinne,
Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Beatlers Atelier.